Ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge mit dem mächtigen Kaiserreich Aragorn und dem Hause Trastamara. Wir sind schon Habsburger, stimmt. Wir sind schon Habsburger und dem Hause Habsburg. Wir können jetzt tatsächlich darauf hoffen, dass hier vielleicht sich was ergibt für uns. Aber das werden wir erstmal rausfinden demnächst. Es wird im nächsten Krieg, wie gesagt, wir haben ja nach wie vor das Problem, dass wir immer noch nicht ganz so pralle sind, was die aggressive Expansion betrifft. Wir müssen auch nach wie vor hier noch ein bisschen aufpassen. Ich hoffe, er kümmert sich jetzt drum, ja. So, die 30.000, die werden wir ebenfalls mal mit hier rüberbringen. Denn wir werden uns jetzt demnächst wieder den Mamelucken zuwenden. Sobald es uns möglich ist, werden wir das auch erledigen. So, sehr schön. Wir können jetzt hier tatsächlich noch eine neue Infanteriesorte werden. Wir nehmen natürlich was Aggressives. Die Highlander-Infanterie muss her. Norwegen und Dalmatien. Beide interessieren uns nicht wirklich. So, wer trainieren kann, der soll trainieren. Und hoffentlich kriegen wir jetzt hier unsere Truppen zusammen. Wir könnten tatsächlich sogar hingehen und sagen, wir erstellen noch eine. Aber da bin ich mir jetzt noch nicht sicher, weil so Einnahmen 50 Gold, dass es noch weiter sinkt, möchte ich eigentlich nicht. Wir müssen Petra auch noch weiter ausbauen. Man könnte überlegen, ob man sich vielleicht... Wir müssen hier erstmal den Bürgerstand runterkriegen. Erhalten 5 Einfluss. Nee, das machen wir nicht. So. Ja, das Reich. Wissen wir, wie es aussieht? Okay. 75, 65, 65, 53. Ansbach könnte man nochmal probieren, das ein bisschen zu beschleunigen. Und dann haben wir das dann langsam. Dann haben wir es langsam. Also ich möchte auf jeden Fall die Gebiete hier haben. Glaube ich, hier könnten wir relativ große Gebietsvorschritte machen, wenn wir uns das hier vielleicht die Seite komplett sichern, damit wir dann hier auf die Straße von Hormus kommen, dem Persischen Golf. Schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Ich schiele mit einem Auge tatsächlich. Also das, unser größtes Glück wäre es, wenn es irgendwie zu einer Personalunion hier irgendwo kommen würde und wir einschreiten könnte, weil es unser Rivale ist. Also ich beziehe mich da jetzt ganz speziell auf Russland, weil Russland wird auf jeden Fall der Endgegner. Also sind die, die jetzt als einzigste noch irgendwie in der Lage sind, tatsächlich was zu machen. Der Osmane, es gibt ihn noch, aber er hat natürlich keine Macht mehr über uns. So, dann schicken wir mal unsere Truppen hier runter. So, was können wir denn hier noch bauen? Gibt es denn lohnenswerte Gebäude? Es sieht erstmal nicht danach aus. Könnt ihr hier noch ein paar Gebäude bauen? So. Hier können wir leider nichts machen. Aber hier, wartet mal, das müssen wir mal richtig sortieren. Das ist manchmal leider schlecht sortiert. Okay, 4 Armeen stehen jetzt hier bereit. Ich denke, das langt. Mehr werden wir nicht brauchen. Wobei ich tatsächlich schon überlege, eine da vielleicht rüber zu schaffen. Wir könnten eine tatsächlich wieder hier rüberstellen. Um Marrakesch zu beseitigen. Beziehungsweise zu besetzen dann. Wir müssen auch mal gucken, mit wem ist er. Er ist eigentlich nur mit Ländern verbündet, die südlich von uns sind. Das ist ebenfalls schon mal positiv. Die Champagne ist wieder unabhängig. Ach, schön. Unabhängigkeitskrieg. Okay, hast du Verbündete? Nee. Aber er weiß, dass er keine braucht, ne?
So, du ziehst schon mal hier rüber. Und dann hoffen wir einfach mal das Beste. So, wann ist es denn hier soweit? Wir können ja wieder angreifen, 32 in 2 Jahren. Das sitzt mal jetzt auf jeden Fall mal aus. Ich hoffe, wir können jetzt hier bald einen abzahlen. Es sind immer noch ein paar Rebellen, sanarische Rebellen. Ein bedeutender Mann in unseren Diensten ist gestorben. Okay, das haben wir. Dann schauen wir mal hier noch, ob wir vielleicht noch irgendwo ein bisschen die Dings drücken können. Nee, können wir tatsächlich nicht. Aber wir könnten jetzt nochmal schauen, sind wir denn schon drüber überm Limit? Wir sind 300 Punkte oder 250 Punkte drunter. Und das sagt mir, wir könnten es tatsächlich so machen, dass wir nochmal schauen, wo können wir denn perspektivisch vielleicht noch den ein oder anderen Staat koren. Er ruft uns jetzt in den Krieg. Das Bündnis ehren wir natürlich. Jetzt sterben uns hier die Berater weg. Ist natürlich ungünstig. So. Und wir müssen halt dann tatsächlich langsam mal gucken. Ne? Wir brauchen definitiv die Einflussideen. Ich weiß halt nur nicht so richtig, wie wir das schaffen sollen. So, wir müssen definitiv hier mal umschalten auf Diplomatie. Und der nächste Herrscher hat eine 1 in Diplomatie. Ich bin tatsächlich gewillt zu sagen, dass Ferran von Habsburg abgeschafft wird. Den holen wir uns mal weg und hoffen jetzt einfach mal auf einen neuen, besseren. Weil also das können wir uns, also selbst unser jetziger Herrscher mit einer 1, das ist eigentlich grauenhaft. Grauenhaft. Ach, der Österreicher, er ist ein Traum. Ne? Das muss man einfach mal sagen. Er ist einfach ein guter. Er hilft uns jetzt hier an dieser Stelle wieder mal aus. Ah, hier müssen wir allerdings ein bisschen aufpassen. Der versucht jemanden Genua zu belagern. Aber so wie es aussieht, sind spanische Truppen unterwegs und versuchen hier den Befreiungsschlag. Ich hoffe, sie schaffen es noch rechtzeitig. Ja. Okay, das nehmen wir erstmal so. Okay, 43 Gold. Das heißt, wir haben wieder ein paar Gold dazu bekommen. Hier müssen wir jetzt tatsächlich ein bisschen aufpassen, ne? Ah ne, wir haben keine Ansprüche drauf. Haben wir die als interessant gemeldet? Nee. Ist tatsächlich dann so eine Sache, ne? Da müssen wir jetzt auch ein bisschen aufpassen. Ich weiß gar nicht, um was geht. Ach, es geht um Mantua. Päpstlicher großer Heiliger Krieg gegen die Mantunesen. Aha. Welchem Glauben sind die denn? Ah, das sind Protestanten. Na, dann ist es dann natürlich vollkommen berechtigt, dass wir hier in den Krieg ziehen. Na, wisst ihr was? Ich würde tatsächlich fast. Ah, das macht Böhmen mit. Nee, nee. Lass mal. Wir bleiben mal hier stehen. Wir haben die aggressive Expansion. Ich habe jetzt ganz kurz ein bisschen überlegt gehabt, ob wir vielleicht nicht doch uns Herzegowina holen. Aber das lassen wir jetzt mal. Das ist Quatsch. Das ist absoluter Quatsch. Messina verloren. Hier unten. Naja. Das lassen wir auch mal gehen, durchgehen jetzt. Die Sache ist, ich hätte halt gerne Einflussideen, ne? Problem ist halt, dass wir schon 3 zurückhängen, ne?
Warte mal, hier würden wir noch einen Händler bekommen. Wir fördern das jetzt mal. So. Hier können wir tatsächlich... Nee, du, hier schöpfen wir jetzt mal ab. Yep. Hier wird jetzt mal abgeschöpft. Ich bin mal gespannt. Charles Kajal ist das. Wir schauen mal gleich nach, was er jetzt hier am nächsten Monat im Ärmelkanal produziert. Es könnte tatsächlich sein, dass sich das lohnt. Wir haben hier 51% tatsächlich. Mhm. Ja. Okay, das lohnt sich. So, und hier können wir jetzt wieder in den Krieg ziehen. Da werden wir auch nicht lange warten. Garba. Algarbaria. Hier. Ziehen aber direkt auf die Hauptstadt, würde ich sagen. Holen uns hier noch die Festung. Holen uns das hier. Und du holst dir die Festung. Oh! Das habe ich jetzt nicht kommen sehen, aber ich glaube, wir sind im Überlegen, ne? Ja. Naja, jetzt gibt es ja sogar noch Thronanwärter. Das wäre schön, wenn jetzt unsere Truppen sich tatsächlich sagen würden, hey, ich komme helfen. Minus 8, wir müssen hier Kriegsvorbereitungen oder zweimal noch Vertrauen machen. Vertrauen haben wir schon, Kriegsvorbereitung. Wenn wir das jetzt noch hinkriegen, falls wir das jetzt noch nehmen dürfen. Ich bin mir halt nicht sicher, ob wir das jetzt noch nehmen dürfen. Finden wir gleich raus. Das wäre natürlich genial, wenn wir den jetzt hier noch reinbekommen würden. Ja, wir sind im Krieg. Verdammt, da hätte ich vorher gucken müssen. Ah, ja, das war ein bisschen leichtsinnig von mir. Wir hätten tatsächlich den Polen jetzt hier noch reinbekommen an der Stelle. Ah. Gabu. Okay, da werden sich unsere Verbündeten hoffentlich drum kümmern. So, und jetzt werden unsere Kerngebiete zurückerobert. Das ist sehr schön. Ah, aber der eine Händler hier, ne, der lohnt sich jetzt natürlich, ne? Wir können dann auch bald mal gucken. Hier schöpfen wir ja auch schon ab. Lohnt sich. Obwohl man bald auch überlegen könnte, vielleicht das umzudrehen. Ne? Müssen wir dann mal gucken. Also irgendwann will ich natürlich perspektivisch nach Genua den Haupthandelshafen verlegen. Da gehört er ja eigentlich auch hin, ne? So. Wir holen uns hier wieder die ganzen Hauptstädte. Ah, ich will eigentlich nicht so weit weg hier. Ich habe nach wie vor Angst vor Rebellen und davor, dass sie dann uns irgendwie überrennen. So. Zerschlagen wir hier erstmal noch so ein paar kleinere Truppenkontingente. Diese 15.000 aus dem Jemen werden wir jetzt ebenfalls noch vernichten. Und auch wieder Rebellen, ne? Soll uns ja nicht langweilig werden. Ist ja nicht so, dass wir nichts zu tun haben.
Okay, die Hauptstadt Hammer, dann kannst du hier rüber gehen. Du ziehst dahin. Republik, warte mal, hier ist irgendwas passiert. Die Niederländische Republik. Ah ja. Interessant. Wir können tatsächlich hier noch eine Staatssehe machen, sehe ich gerade. Und die hier oben können wir eigentlich trainieren lassen, ne? Das ist eigentlich Quatsch, die jetzt nicht trainieren zu lassen. So. Wir haben es doch. Wir sind doch bei 98%. Wieso können wir jetzt hier nicht Frieden machen, meine Lieben? Okay, Medina geht raus. Sehr schön. Damit haben wir uns des ersten Kriegsgegners entledigt. Und können dann gucken, da kann dann tatsächlich die Festung kann raus und die Festung werden wir behalten. Die schirmt nämlich nach unten wie nach oben ab. Das ist eigentlich perfekt, Medina. Hier haben wir dann die nächste. Eigentlich richtig gut. Richtig, richtig gut. So, er wird jetzt hier reinziehen. Das holen wir uns natürlich zurück. Und auch dich nehmen wir raus. So. Was weg ist an Truppen, ist weg. Ne? Er hatte tatsächlich. Ne, er hatte gar keine, aber egal. Ja, das könnte jetzt hier ein kleines Problem werden. Mal gucken, wie schnell wir da sind. Ich hoffe nicht, dass er noch gewillt ist, reinzuziehen. Ist er aber. Schaffen. Die Frage ist: Schaffen wir es noch rechtzeitig, bevor er da ankommt? Sieht nämlich fast so aus. Ja. Jetzt wird's spannend. Warte mal, wann kommt er denn an? Am 1. Also angeblich kann ich noch verstärken. Nee, ich konnte nicht mehr verstärken. Ah, die Verstärkungsrate hätten wir noch gebraucht. Die hätten wir noch gebraucht. Wir haben trotzdem gewonnen. Okay, alles gut. Wir haben trotzdem gewonnen. Okay, mehr wollte ich doch gar nicht. So, und wenn wir sagen dann tatsächlich, wir holen uns das hier alles. So. Wäre auf jeden Fall keine europäische Nation dabei, ne? Wenn wir uns diesen Zipfel dann jetzt hier einverleiben würden. Wäre ebenfalls keine europäische Nation dabei, ne? Schauen wir uns da mal an. Jetzt müssen wir erstmal den Krieg gewinnen, aber es ist auf jeden Fall, wird es sich lohnen für uns. Viel intensiver wäre es ja aber auch eigentlich. Ich bin ja, ich muss trotzdem gucken, ne? Es ist viel schöner wäre es ja eigentlich, wenn wir dann uns hier mal die richtigen juicigen Gebiete holen, aber da kriegen wir halt so gut wie gar nichts. Und da sind dann halt auch wieder einige europäische Nationen dabei, die da was gegen haben. Weil natürlich Kairo ist eine bekannte große Stadt und da haben die natürlich was gegen. Stabilität oder Prestige. Wir nehmen die Stabi. So. Du ziehst jetzt mal endgültig hier hin. Was hat er sich denn? Uiuiui, der Kirchenstaat. Moment. Moment, das müssen wir uns mal anschauen. Hält sich in Grenzen, ne? Also er hat das ganz geschickt gemacht. Er hat sich wirklich einiges geholt. Kann sich sehen lassen. So, dann holen wir uns das noch. Und dann klatschen wir die Armee ja wieder weg.
Den müssten wir halt wieder besiegen eigentlich, ne? Wir würfeln auf jeden Fall jetzt die Phasen weitestgehend oft besser aus. Ey, man muss halt wirklich sagen, ne? Der ist militärisch rangekommen. Er ist nicht mehr ganz so schwach, aber ist, glaube ich, einfach zu spät für ihn. Es ist, glaube ich, einfach zu spät für ihn. So, jetzt müssen wir auch noch die Nieben hier rausnehmen. Okay, jetzt schlagen wir noch diese 4000. Ich bin gespannt, wo er mit diesen 3000 hier noch hin will. Boah, wir haben ja echt eine Schlacht nach der anderen, ne? So. Also das ist echt nicht ohne, ne? Also die Armee hier unten ist tatsächlich in diesem Krieg, so wie es aussieht, die gefragteste. Und die hier wirklich Leistung bringen muss ohne Ende. So, du bleibst jetzt mal hier. Ja, wir müssen jetzt erstmal kurz verstärken. Also er wird jetzt tatsächlich versuchen, wieder die Festung sich hier zu holen. Wir müssen... Der ist schnell, ne? Der ist richtig, richtig schnell. So, dann ziehen wir mal hier hoch, um hier dicht zu machen. Ja, der wird die sich zurückholen. Diesmal können wir tatsächlich nichts dagegen unternehmen. Hier müssen wir nochmal was gegen das Freiheitsstreben machen. So, was können wir hier jetzt tatsächlich machen? Wir können jetzt nochmal... Wo stehen wir denn mit Merkantilismus? Merkantilismus sind wir bei 46%. Oh, da geht noch einiges. Da geht noch einiges. Da hauen wir jetzt mal alles rein. So. Genau. Genau, der läuft. Du sollst mal hier runterlaufen und das alles mal erkunden. Du gehst mal hier rüber. Du gehst dahin. So, dann können wir noch eine Regierungsreform durchdrücken. Und zwar die letzte. Jährlicher Absolutismus. Legitative Häuser. Die Republik ausrufen. Nee. Also es wäre natürlich schon interessant, so eine theokratische Regierung auszurufen. Aber da weiß ich halt nicht so genau, ist das denn wirklich gut? Also, wird zur Theokratie geändert. Regierungsform Kaiserreich gibt die folgenden Vorteile. Diplomat plus 1. Anführerlimit plus 1, Autonomie minus 0,05, Absolutismus Maximum plus 5, Regierungslimit plus 400. Das klingt halt schon verlockend. Ich bin mir halt nicht sicher, ob da irgendwelche anderen Sachen dafür dann wegfallen. Ich vermute fast. So, wir bleiben beim Klassiker. Okay, die ersten verbündeten Truppen treffen ein. Sehr schön. Wir machen jetzt noch... Also das ist ein bisschen doof, dass wir tatsächlich hier nicht nach Darfur kommen, ne? Finde ich echt ein bisschen schade. Wir fangen mal wieder an mit Belagern. Aber wir müssen tatsächlich noch ein bisschen aufpassen, ne? Das sind eigentlich 30.000 die Armee. Und wir haben tatsächlich das Problem, dass wir hier stark geschwächt sind. Aber wir könnten mal tatsächlich hier diesen Trupp mit rüberziehen. Um da jetzt mal Nägel mit Köpfen zu machen. Okay.
Können wir auf jeden Fall das Handelsdepot bauen, meine Freunde. So, jetzt zahlen wir aber erstmal noch die restlichen Kredite ab. Und sobald wir das durch haben, dann könnte man tatsächlich mal überlegen, was man mit seinem neu gewonnenen Reichtum und Möglichkeiten denn so vorhat. 100 militärische Macht. Wie stehen wir denn da aktuell da? 140. Dann nehmen wir Regierungsfortschritt und Prestige. Weil ich bin tatsächlich bei ihm hier tatsächlich ebenfalls mir nicht so sicher. Der ist nämlich wieder scheiße. Den lassen wir wieder raus. Das ist nichts, was wir gebrauchen können. So, kriegen wir den Jemen jetzt hier raus? Ja. Sehr schön. So, der Jemen ist raus. Damit ist einer der verbleibenden Hauptkriegsteilnehmer weg. Aden. Aden. Wo ist Aden? Ach, das sind die hier unten. Gibt es hier vielleicht einen weißen Frieden? Nee. Ah, das ist schon wieder so, ne? Das ist schon wieder so ein bisschen ärgerlich, tatsächlich. So. Komm hier nämlich nicht so richtig ran an die ganze Sache. Ihr stellt euch dahin. Und ihr geht schon mal hier hoch, falls irgendwas im nördlichen Teil kommen sollte. Na, warte mal, wenn wir jedem Durchmarschrecht geben, dann haben wir doch auch welches. Genau, dann gehen wir erstmal dahin. Zweier Belagerer, der sollte doch relativ zügig durchkommen. Hier ziehen wir mal hinterher. Hier können wir nämlich gegeben. Also hier sind viel zu viele Truppen. Das ist viel zu gefährlich, was der hier macht. Genau. Ah! Er kommt noch vorbei. Wo will er hin? Ah! Da geht die große Verfolgungsjagd wieder los. So, jetzt können wir ja auch eine Kathedrale bauen. Das wird uns perspektivisch schon auf jeden Fall nochmal ein bisschen Geld bringen, alles. Sehr gut. Also das sind halt wirklich so Sachen halt, ne? Dieses andauernde Wegrennen. Ah, jetzt ist hier Schluss. Jetzt ist hier Schluss. Sehr schön. Und das wird eine richtige heftige Niederlage. Das wird jetzt eine richtige Klatsche für ihn. Hoffentlich. So, wir müssen dann tatsächlich auch mal schauen, welche Festungen denn überhaupt noch Sinn machen. Also diese machen hier weiterhin Sinn, die müssten wir halt mal upgraden. Ja. Mm, ja, ja, also hier müssen wir tatsächlich mal was machen, ne? Bei Gelegenheit. So, die kann weg. Hier halten wir auch zwei hintereinander, da kann diese hier weg. Genua. Genua würde gehen. Die ist gut. Bei der bin ich mir nicht sicher, ob die was bringt. Weil sie deckt halt eigentlich kaum was ab, ne? Naja. Worüber ich auf jeden Fall erstmal ganz glücklich bin, ist, dass es keine Koalition mehr gegen uns gibt und ich glaube, wir können uns tatsächlich wirklich in aller Ruhe ausbreiten. Also ich glaube, die Zeiten, wo wir Angst haben mussten, die sind vorbei. Also mit dem weißen Frieden würde ich mich zufrieden geben. Wenn ich erstmal eure Stadt hier habe, Freunde, dann wird es teuer für euch. Ist zwar nicht eure Hauptstadt, aber das lasse ich mir dennoch was kosten.
Und zwar richtig was. So, jetzt schlagen wir nämlich noch eure Armeen. Also, Truppenstärke haben wir tatsächlich genug. Da müssen wir uns gar keine Sorgen machen. Heißt aber eigentlich auch, wir müssen unsere Truppen dann langsam mal ein bisschen reformieren. Wir haben, glaube ich, echt zu wenig, nach wie vor zu wenig Kanonen. So, 99% Kriegsstand. Dann war es das für den Mamelucken. Mal wieder. Finde ich ja klasse, dass er sich da immer so bereit erklärt, dafür hier einfach auch Modell zu stehen. Darfur möchte jetzt höchstwahrscheinlich einen weißen Frieden oder seid ihr sogar bereit, Geld zu geben? Ihr würdet uns sogar Geld geben. Ah ja. Okay. Das sind religiöse Fanatiker. Und jetzt geht's hier mal los. Jetzt geht's hier um Verhandlungen, ne? Also ich möchte, glaube ich, das hier oben erstmal alles haben. So. Dass wir diese Landesgrenzen sichergestellt haben. Dann nehmen wir das so hier, oder? Oder machen wir... So? Ich glaube, so machen wir, ne? Machen wir genau auf 100. Wir gucken nochmal kurz durch. Ist niemand dabei, der uns gefährlich werden könnte? Uiuiuiuiui. Und dann würde ich sagen, hallo. Hallo, hallo, hallo. Das sieht ja mal richtig gut aus. Ah, ja. Wartet mal, hier oben müssen wir vielleicht erst nochmal gucken, ob wir hier noch was machen können. Nee. Bei der Festung. Also wir halten Medina und diese. Ich finde die fast eigentlich überflüssig, ne? Das ist halt schon wieder so eine Sache. Das ist zwar ein schöner Gürtel, weil hier tun wir in beide Richtungen abgrenzen mit Tabuk ebenfalls nach Al-Chauf und hierhin. Also hier müssen sie auch erstmal durch, aber das Problem ist hier, dass das Gebiet nicht hier oben ist. Weil der kann zwar Jerusalem sichern und hier, aber die können halt am Ende hier einfach an der Seite dran vorbeilaufen, ne? Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob diese Festung hier wirklich was bringt. Ich glaube eher nicht. Machen wir mal weg jetzt. Die brauchen wir tatsächlich nicht mehr. Bei der Festung. Ja, wenn wir hier einen Gürtel aufstellen wollten, müssten wir hier... Also warte mal, hier haben wir eine Festung. Wir müssten hier dann irgendwo noch eine Festung hinstellen. Aber das ist schon wieder scheiße, ne? Das ist, also eigentlich braucht man sie nicht. Eigentlich. Ja. Aber müssen wir dann mal schauen. Müssen wir dann mal schauen, tatsächlich. Ach ja. So, wir müssen mal hier tatsächlich unsere Truppen nach Norden schicken. Der hat uns ja mit in den Krieg gerufen und der kämpft tatsächlich. Ich finde es atemberaubend, ne, wie er das so alleine macht. Die Grimm, Akulunio, Gazimonku, Nogai und das Osmanische Reich. Ne, dass das Osmanische Reich endlich nur noch, ja, ein bisschen schmückendes Beiwerk ist. Okay. Meine Lieben, aber wir sind schon wieder am Ende der Folge angekommen. Das soll es für heute gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch jetzt noch einen fantastischen Tag. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Follow da. Macht's gut. Ciao.